Der Podcast StroYolo ist eine Produktion von StroYo, dem Lernspezialisten für Kinder aus dem Herzen Hamburgs. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hier bei StroYolo, eurem Podcast für mehr Leichtigkeit und Begeisterung beim Lernen. Für Eltern, Lernenthusiasten und Leichtigkeitsliebhaber. Ich bin Katharina und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute in dieser Folge geht es um das Thema Selbstbewusstsein. Beziehungsweise Selbstbewusstsein stärken und der Frage, wie könnt ihr das Selbstvertrauen eurer Kinder fördern? Denn beides, sich seiner Selbstbewusstsein und auf sich zu vertrauen, hilft ja euren Kindern, das Lernen leichter zu gestalten. Es stärkt eure Kinder, sich auch mal an Klassenarbeiten, also sich Klassenarbeiten und Tests zu stellen, aber es hilft auch beim Miteinander mit den Klassenkameraden, weil es da auch mal kleine Probleme gibt, auch dem Melden im Unterricht oder auch dem Zeigen im Musik- oder Sportunterricht. Keine Frage, ein gesundes Selbstbewusstsein hilft uns eigentlich in jeder Lebenslage und ein tiefes Vertrauen in uns und unsere Fähigkeiten hilft uns durch die Hoch und Tiefs unseres Lebens. Und wenn es daran mangelt, können wir oft gar nicht zeigen, was in uns steckt. Und so geht es ja auch euren Kindern, wenn es ihnen an Selbstvertrauen fehlt, dass sie sich eher zurückhalten, sich Sachen nicht zutrauen. Und das kann ganz schön hinderlich auch natürlich im Unterricht sein. Also wenn ihr jetzt merkt, ein bisschen mehr Selbstvertrauen kann meinem Kind gar nicht schaden und mit dem Selbstbewusstsein hapert es noch ein bisschen, dann habe ich euch heute ein paar Tipps und Anregungen mitgebracht, wie ihr das Selbstbewusstsein eurer Kinder fördern könnt. Mein erster Tipp ist das positive Motivieren. Also positive Motivation ist einfach das A und O, wenn es um das Selbstbewusstsein von euren Kindern geht und um dieses zu stärken. Das bedeutet jetzt gar nicht, dass ihr eure Kinder wegen jeder Kleinigkeit in den höchsten Tönen loben sollt, sondern vor allem, dass ihr genauer hinschaut, wenn sich eure Kinder sehr, sehr angestrengt haben. Wenn euer Kind sozusagen etwas aus eigener Motivation und Anstrengung heraus geschafft hat, entwickelt es so ein positives Gefühl und im besten Fall nimmt es dies ja für zukünftige Herausforderungen mit und hat dann auch keine Angst, mal zu scheitern, weil es weiß, hey, beim nächsten Mal kann ich es auf jeden Fall schaffen. Und wenn ihr in diesem Moment einfach hinschaut, es seht und auch ihm zeigt, hey, das hast du super gemacht, dann verstärkt ihr einfach dieses positive Gefühl. Und das kann zum Beispiel ein Satz sein wie, wir sind ganz sicher, dass du das schaffst. Und das kann richtig Wunder wirken und ist oft viel sinnvoller, als jetzt auf die Schwächen hinzudeuten und so ungeduldig zu werden wie, das hast du immer noch nicht verstanden. Das sind so Sätze, die natürlich sehr demotiviert sind und die eure Kinder auch unter Druck setzen und an sich zweifeln lassen. Also probiert es aber mit der positiven Motivation aus. Gar nicht unbedingt, dass ihr das so oft anwendet, sondern vor allem bei Sachen, wo ihr merkt, da hat sich euer Kind angestrengt und das hat es von ganz alleine gemacht. Das hilft auf jeden Fall. So, mein zweiter Tipp ist, dass ihr die Selbstständigkeit fördert. Denn Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit hängen ja sehr, sehr eng zusammen. Wenn wir etwas ganz alleine schaffen, macht uns das ja stolz und glücklich und Kinder müssen natürlich auch diese Erfahrung machen. Und das geht ja einher mit der Erfahrung der Selbstwirksamkeit, um so ein positives Selbstbewusstsein dann zu entwickeln. Und um die Eigenständigkeit von euren Kindern zu stärken, gibt es da so eine einfache Faustformel, die heißt, alles, was ein Kind ohne Hilfe schafft, sollte es auch selbst tun dürfen, auch wenn es dann etwas länger dauert. Für solche Erfahrungen bietet sich dann natürlich die schulfreie Zeit besonders an, wenn also gar kein zeitlicher Druck vorhanden ist und nicht das nächste Schulpausenklingeln wartet oder der Lehrer ungeduldig ist, sondern einfach in der Zeit, die ihr auch mit euren Kindern habt. Und ich weiß, das ist so ein bisschen Geduld gefragt, aber ich glaube, das nehmen wir alle gerne in Kauf, wenn wir das Selbstbewusstsein unserer Kinder damit stärken können. Ja, und die Selbstständigkeit fördern, das geht ja Hand in Hand mit dem dritten Tipp, den ich euch mitgebracht habe, und zwar der Punkt eigene Erfahrungen sammeln lassen. Ganz klar, es geht nicht darum, dass ihr eure Kinder sich in Katastrophen stürzen, dafür müsst ihr natürlich schützen und nicht ins offene Messer laufen lassen.
Aber es gibt ja viele Erfahrungen, die eure Kinder einfach selber machen müssen und die wir ihnen auch, so viele Erfahrungen wir auch gemacht haben, nicht einfach weitergeben können. Zum Beispiel die Erfahrung, es lohnt sich anzustrengen und nicht sofort aufzugeben. Das kann man oft genug sagen, wenn eure Kinder das aber nicht erfahren haben, dann kennen sie einfach auch nicht die Befriedigung und das Glücksgefühl, das sich dann einstellt, wenn wir etwas geschafft haben, wo wir etwas mehr Zeit auch und Energie investieren mussten. Genau, und dieses Gefühl verstärkt ja auch unser Selbstvertrauen. Das kann zum Beispiel sein, wenn euer Kind, wie zum Beispiel ein Schwimmabzeichen macht und das nicht sofort klappt oder es auch so ein bisschen Überwindung kostet. Aber wenn es dann hat, ist es auf jeden Fall einfach ein super Gefühl, das aus ihm selbst herauskommt. Genau, und einfach auch zu erfahren, dass es irgendwie immer noch ein Stück weiter geht. Das kann zum Beispiel auch sein, wenn eure Kinder irgendwie zum Unterricht erscheinen, wenn sie sich mal gar nicht so top fit fühlen, weil sie die Nacht vorher vielleicht nicht ganz so gut geschlafen haben oder zu spät einfach ins Bett gegangen sind. Und wenn sie dann die Erfahrung gemacht haben, dass der nächste Tag doch irgendwie zu schaffen ist, vielleicht nicht ganz so gut, war ein bisschen anstrengender, dann sind sie vielleicht beim nächsten Mal auch etwas gelassener, wenn sie wieder mal eine schlaflose Nacht haben. Das kann ja einfach auch mal vorkommen und setzen sich da gar nicht so unter Druck, weil sie wissen, hey, das habe ich ja schon mal geschafft. Und das sind einfach Erfahrungen, die müssen eure Kinder selber sammeln und es darf einfach auch mal ein bisschen anstrengend sein. Das Leben ist ja nicht immer einfach nur leicht. Genau. Und dann gewinnt man aber auch einfach so eine Freiheit, weil man weiß, man schafft es. Genau, also das ist mein dritter Punkt, den ich euch hier vorgestellt habe. Eigene Erfahrungen sammeln und achtet einfach darauf, dass ihr sozusagen nicht alles euren Kindern abnehmt, was möglich ist, sondern dass sie einfach aus ihren eigenen Erfahrungen auch etwas lernen können. Dann kommen wir nämlich auch schon zu viertens, ausprobieren, Fehler zulassen, weitermachen. Das geht auch darum, dass ihr eure Kinder auch ermutigt, dass sie mal Neues ausprobieren und ihnen zeigt, dass sie was ihr ihnen eigentlich auch zutraut und euren Kindern Mut macht, mal was ausprobieren, was vielleicht auch nicht auf Anhieb klappt. Dadurch zeigt ihr euren Kindern natürlich auch, dass normal ist, dass man nicht alles beim ersten Mal hinbekommt. Das ist also so auch so ein bisschen wie Punkt 3, eigene Erfahrung sammeln und bei viertens da einfach nochmal auch zeigen, Fehler machen ist total okay. Oder es ist was Neues, hey, probiert es doch mal aus, traut euch und euren Kind auch zeigen, wir trauen dir das zu, das stärkt eure Kinder ja auch. Dann kommen wir zu fünftens, das ist eigene Entscheidungen treffen lassen. Es kann bei ganz kleinen Sachen anfangen, wie was willst du heute anziehen, wen möchtest du zu deiner Geburtstagsfeier einladen, denn unser Leben besteht ja auch daraus, dass wir wirklich viele Entscheidungen treffen müssen. Und wenn uns die immer abgenommen werden, dann sind wir gar nicht fähig dazu, beziehungsweise wir wissen gar nicht, wie wir gute Entscheidungen treffen. Und das will also geübt sein. Und wenn ihr euren Kindern mal öfter so ein bisschen die Zügel überlasst, besonders bei Dingen, die sie halt selbst betreffen, dann lernen sie das Schritt für Schritt. Und ich denke, das ist eine sehr wichtige Eigenschaft, weil man dann auch auf sich und seine eigenen Entscheidungen vertraut und nicht ständig anzweifelt, ob das jetzt die richtige Entscheidung gewesen ist. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der hier reinzählt, um das Selbstbewusstsein eurer Kinder zu stärken. Da kommen wir auch zum sechsten Tipp. Nicht alles abnehmen. Das findet sich auch schon so ein bisschen in den anderen Punkten wieder. Natürlich geht vieles schneller und ist auch ordentlicher, wenn wir das als Erwachsene, als Eltern selber machen. Nehmt euren Kind nicht Dinge ab, die es eigentlich schon alleine können, die es schon alleine kann. Das können Sachen sein wie ganz früh mit dem Anziehen, mit dem Ausziehen, aber auch die eigenen Schulbrote vielleicht schmieren, schleifen binden, bei wirklich kleinen Kindern dann. Aber da fängt es ja auch schon an, wer einfach wisst, kann vielleicht jetzt auch schon mal einkaufen gehen. Ja, ich fallen da bestimmt je nach Alter die richtigen Sachen ein. Genau. Und nehmt ihnen einfach nicht alles ab, sondern lasst ihn so auch hier wieder, klar, die eigenen Erfahrungen sammeln. Und dann ist man einfach gestärkt und nimmt ja auch so ein bisschen Verantwortung. Merkt, dass Mama und Papa einem was zutrauen. Und dann stärkt es natürlich auch das Selbstvertrauen.
Dann gibt es ja auch Situationen, vielleicht ein bisschen komplizierter sind, also wenn es irgendwie Konflikte gibt und wenn ihr merkt, eigentlich kann euer Kind das selbst lösen, dann könnt ihr auch hier sozusagen den Raum bieten, dass euer Kind das sozusagen in die Hand nimmt. Dann auch das soziale Miteinander erfordert ja so Selbstständigkeit. Und solange, ich sag mal, die Kleinen sich jetzt nicht körperlich ringen und die Gefahr besteht, dass sich irgendwer verletzt, können ältere Kinder durchaus schon eigenständig nach Lösungen und Konfliktsituationen suchen dürfen. Und dann lernen sie auch, Kompromisse einzugehen, sich zu behaupten oder auch einfach mal zurückzustecken. Und das gehört ja einfach zu unserem sozialen Leben dazu, dass wir ja so ein gesundes Miteinander entwickeln. Und das können wir natürlich, beziehungsweise können unsere Kinder auch nicht, wenn Erwachsene immer alles sozusagen klären und da die Zügel in die Hand nehmen und genau da keine eigenen Lösungen finden dürfen. Das war jetzt sozusagen mein 7. Tipp, also dass Konflikte möglichst selbst lösen lassen. Ja, und dann kommen wir auch zu meinem letzten Tipp, Erfolgserlebnisse schaffen. Ne, wenn wir Aufgaben bewältigen, die herausfordernd, aber machbar waren, dann durchströmt uns ja auch so ein Glücksgefühl. Das hatte ich ja auch schon am Anfang bei Punkt 3 mit den eigenen Erfahrungen sammeln. Und wenn wir so Erfolgserlebnisse einfach haben, dann sind wir irgendwie happy und es gilt natürlich auch für unsere Kinder. Und dafür müssen wir natürlich auch die nötige Zeit geben, dass sie selbst einfach auch so ein Erfolgserlebnis erleben dürfen. Ja, wenn es so ein bisschen an den Erfolgserlebnissen, vielleicht auch an der Schule fehlt, dann schaut euch doch mal die School You Learn mit an. Da haben wir Erfolgserlebnisse beim Lernen auf jeden Fall eingebaut. Und da können eure Kinder ganz eigenständig sozusagen Erfolg beim Lernen erfahren. School ist ja eine Online-Lernplattform für die Klasse 1 bis 7, auf der das selbstständige Lernen ganz groß geschrieben wird. Und hier kann euer Kind in seinem ganz eigenen Tempo lernen und durch Motivationselemente wie so ein eigener Avatar oder das Sammeln von Punkten bleiben sozusagen nicht nur eure Kinder beim Lernen am Ball, sie sammeln durch das direkte Feedback auch Erfolgserlebnisse. Und für alle Podcast-Hörer habe ich einen Free-Code mitgebracht, mit dem ihr die School-Lernwelt 5 Tage kostenlos lang testen könnt. Der Free-Code lautet F-Squiolo, also alles in einem Wort und groß geschrieben. Ich buchstabiere auch nochmal, es ist ein großes F, ein großes S, ein großes C, ein großes O, ein Y, ein O, ein L, ein O. Wie gesagt, alles groß geschrieben. Und den Code könnt ihr einlösen unter www.squiolo.de/voucher. Voucher schreibt man V-O-U-C-H-E-R. Ich schreibe das auch nochmal alles in die Shownotes, da müsst ihr euch das jetzt gar nicht merken, sondern könnt ihr nochmal nachlesen. Und schaut euch einfach gerne mal die School-Lernwelt an. Ich bin gespannt, wie sie euch gefällt. Und nicht nur, wie sie euch gefällt, sondern auch, ob es eurem Kind Spaß macht, damit zu lernen. So, das war die Folge zu dem Thema Selbstbewusstsein fördern, weil ich einfach glaube, dass es ein sehr wichtiges Element ist, wenn es um die Leichtigkeit beim Lernen geht und gar nicht unbedingt immer darum, ob wir bzw. eure Kinder den Schulstoff sofort beherrschen, sondern auch einfach sozusagen die Skills haben, sich dem zu stellen und zu wissen, okay, das kann ich vielleicht nicht so gut, dafür bin ich gut in dem anderen Thema oder da muss ich nochmal länger durchhalten, aber einfach so ein gutes Selbstbewusstsein haben, so ein gutes Gefühl zu sich selber haben, um sich den ja, kleinen und großen Herausforderungen des Lernens zu stellen, des Schulunterrichts und auch den ganzen Drumherum, was dazugehört, mit Lehrern und Mitschülern. Genau. Ich fasse es gerne für euch nochmal zusammen, die Tipps. Das war einmal die positive Motivation, dann die Selbstständigkeit fördern, den Kindern auch eigene Erfahrungen sammeln lassen. Dazu gehört auch, ne, einfach neue Sachen ausprobieren, Fehler zu lassen und weiterzumachen. Dass ihr euren Kindern nicht alles abnehmt und dass ihr ihnen den Raum gebt, Konflikte auch einmal selbst zu lösen und dass ihr, wenn es geht, euren Kindern ermöglicht, auch Erfolgserlebnisse zu erleben und diese zu schaffen. Genau.
Ich hoffe, ihr konntet in dieser Folge wieder etwas für euch mitnehmen und für eure Kinder. Und ihr wisst, wie ihr sozusagen das Selbstbewusstsein eurer Kinder in Schwung bringt. Und vielleicht habt ihr noch einen ganz anderen Tipp. Dann schreibt mir auch gerne an redaktion@skujo.de. Und zum Schluss, wie immer die Bitte, wenn euch der Podcast gefallen hat, beziehungsweise diese Folge, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn auf iTunes bewertet und mir auch gerne einen Kommentar hinterlasst. Das ist mir sehr wichtig, denn dann wird der Podcast ja auch für andere Eltern hervorgehoben. Und ich denke, diese Tipps sollten so viele Eltern wie möglich erreichen. Genau, dann freue ich mich auf das nächste Mal und hab bis dann eine schöne und entspannte Lernzeit.